Jo, hallo von hier oben. Ah, willkommen zurück zu Workers and Resources, Sowjetrepublik. Ja, mit unserer Produktionslinie hier. Und der Tatsache, dass ich immer das noch nicht so ganz drauf habe mit den Schienen. Aber ich weiß, dass ich mit den Signalen hier echt absolut übertrieben habe. Absolut. Und dass ich die jetzt neu setze. So. Plane gerade. Mal gucken, ob das so ausreicht. Und zurzeit machen wir ja gut Geld, vor allem mit Alkohol. Würde ich ja schon fast sagen, dass wir Alkoholproduktion echt erweitern müssen. Ja, hier wird auch gesagt, du musst die Bedürfnisse erfüllen, dann hast du auch mehr Arbeitskräfte. Kleidung zum Beispiel. Spiritueller Glaube. Ist denn hier sowas wie Kirche? Na, hier auf jeden Fall nicht. Aber tatsächlich hätten wir ein Krankenhaus hier. Oh ja. Schön ist, es hat auch eine Anbindung hier zu dieser Busplattform. Ich dachte, ich hätte hier schon eine Kneipe haben wir hier. Ich dachte, der Supermarkt. Ah, es fehlt immer noch Fleisch. Okay. Gut, dann sollten wir uns mal überlegen, wie wir Fleisch, an Fleisch kommen.
Jetzt verkaufen wir da Fleisch. Das gleiche machen wir als Testlauf auch hier. Ja, kein Alkohol, wird er nicht beliefert. Ich dachte einfach eigentlich, dass wir die Kneipe auch beliefern. So, jetzt aber. Na, schauen wir mal, was passiert. Ja, es geht aber nur, wenn diese Bevölkerung, wenn die fit ist, wenn es ihnen gut geht. Dann sind wir soweit, dass wir mehr Arbeiter hierher kriegen. Das geht unter anderem zum Beispiel mit Kultur. Und ein Kino. So. Dann müssen 5 Leute arbeiten und dann ist es fußläufig bis zur Bushaltestelle erreichbar. Das glaube ich gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt arbeiten hier, schon 31. Das ist gut. Wir arbeiten jetzt schon mehr Leute als vorher.
Ich kann jetzt schlecht behaupten, dass das daran liegt, dass wir jetzt da zum Beispiel ein Kino gebaut haben, aber das hier wird definitiv bald vielleicht auch eine Stadt werden. Vielleicht der anderen Stadt so ein bisschen den Rang ablaufen. Wer weiß. Was man hier tatsächlich noch bauen könnte, wäre eine Brennerei, die wir mit LKWs oder die hier hinkommt. Geht das? Mal gucken, ob es geht. Ja. Mal da Bäume setzen? Schade. So, der produziert. Ein geschlossener LKW sollte ausreichen. Somit kriegen wir hier noch mehr Alkohol rein. Das erfreut mich doch. So, ich habe schon ganz lange keinen Zug mehr gesehen. Ich habe Angst. Hier ist schon wieder irgendwo bestimmt. Eventuell ein Problem. Hier sehe ich schon mal einen, der hier steht. Weil. Rotes Signal für diese Strecke. Rotes Signal. Ja. Weil es hier in beide Richtungen geht. Was habe ich denn hier für einen Murks schon wieder gemacht? Bis heute kriegt dieses Spiel es nicht hin, vernünftig. Vernünftig Schienen zu setzen.
Ja, was soll ich davon halten, ha? Endlich. Das geht natürlich nur in eine Richtung. Das ist eine Art Ausweichgleis. Jetzt hat er's. Hier gibt es jetzt richtig Kohle. Ja. Also, was habe ich denn hier für einen Murks gebaut? Wieso habe ich das so gemacht? So. So, mal kurz gucken. Das ist super seltsam, oder? Wieso fährt er denn nicht wieder zurück?
So. Schauen wir mal, was passiert. Sollte nun funktionieren. Irgendwie. Oh, was ein Heckmeck. So. Rüber zu unserer Industrienation. Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter sind hier. Oh, aber der hat ja gar keine Rettungswagen. Ja, das ist nicht gut. Da müssen wir mal ein paar günstige Rettungswagen holen. Also einmal gibt es hier so zwei davon und zwei davon. So. Hier sind sie. Und der Zug hat Alkohol abgeholt. Und hier drüben gibt es wieder Wegprobleme. Ah. Aber nur mal so als Anfrage, ne?
Was ist denn jetzt schon wieder sein Problem? Was soll das? Ich, also das ist echt ein bisschen nervig, ne? Deshalb, okay. Oh, die heutige Folge ist wirklich eine reine Bahnstreckenfolge. Fahr doch! Mann! Das kann doch wohl nicht angehen. Wieso um Herrgottes Willen? Warum fährt der nicht hier durch? Wie, der hat kein... Der kann doch hier rüber. Verstehe dieses ganze Prinzip nicht. Und hier fahren wir zurück. Schauen wir mal kurz was. Also, der hier weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Weil er hier nicht langfahren könnte, rein theoretisch. Könnte doch aber da lang. Der macht mich irre hier hinten. Der ist doch einfach total bescheuert. Gut, dann mache ich das jetzt anders. Okay, wer blockt ihn jetzt?
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Also wenn euch, wenn Schienen kreuzen, müsst ihr diesen Schienen ein Signal geben, sonst könnte ja die ganze Zeit von dort etwas kommen, ungesichert. Das war jetzt wohl so grundlegend das Problem hier. Und hier ist wieder eins. Ey. Okay, was ist jetzt das Problem? Der kommt nicht hier unten rauf. Das ist doch auch nur einspurig. Nee, ist es nicht. Oh. Wo will es denn hin? Was ist... Alter! Mann! Also die KI ist wirklich, wirklich nervig. Entschuldigt, dass ich das so sage, aber... Ja, das ist doch aber ein Problem, welches nicht wir haben. Also... Versteht mich jetzt nicht falsch, aber grundsätzlich ist das hier hinten doch nicht immer ein Problem. Diese Fehl ist so eine Fehlfunktion. Hier doch jetzt auch schon wieder. Das ist doch eine Fehlfunktion des Ganzen. Wo will er denn jetzt überhaupt hin? Also das Problem ist der Lolona Bahnsteig klein. Das ist doch der ganz da hinten. Da. Links halten. Ist er falsch? So, der kann in beide reinfahren. Wenn sie von hier kommen, können sie in beide rein. Das geht. Hier können sie dann nur rausfahren. Wenn sie von hier kommen, ja, von hier können sie da nicht rüber. Jetzt schon. Kann er hier rüberfahren. Ja, oder auch nicht.
Ist das eklig. Oh, heute gibt es eine Ärger-Frust-Folge gleich. Also, bin gleich soweit. Jetzt. Ja, also hier sollte es jetzt funktionieren. Aber die Züge kriegen es nicht hin. Und es wird einfach in keiner Fehlermeldung angezeigt, wo das Problem ist. Und das ist nun wirklich sehr nervig. Fahr da jetzt rein. Und der hier soll in das Depot hier hinten fahren. Von hier ist das Ding nicht erreichbar. Mal gucken, ob er, wenn er jetzt hier hinten hinfährt. Da kommt er. Wenn der jetzt gleich, ich ziehe das heute durch. Wenn der jetzt gleich hier ist. Wieso ist denn das Ding nicht erreichbar? Habe ich hier einen Kinken in den Schienen oder was? Das ist gleich interessant. Schade, dass sie nicht schnell genug ist, um das dass man das sieht. Aber wo ist das Problem? Jetzt ist hier rot. Hier ist rot. Weil der ist jetzt blockiert. So. Der kann diesen ganzen Weg jetzt zurücklegen schon. Das ist alles gut. Und soll jetzt ins Depot fahren. Das heißt, er wird jetzt hier so hier reinfahren. So. Jetzt geht's doch, oder was? Ja, der macht jetzt seine Arbeit sehr gut. Kann der denn wenigstens in ein anderes Depot verlegen? Das macht er doch auch. Ich verstehe es nicht. Okay, der verlegt es in das andere Depot. Er kommt von hier. Und der fährt jetzt wieder hoch. Und wenn der dann gleich wieder meckert und sagt, ich komme da nicht mehr hin, dann ist es meines Erachtens ein kleiner Spielfehler. Ach nee, das ist der Kohlezug. Da kommt der. Gut, der schafft's. Das Spannende wird gleich hier sein bei ihm, ob der dann gleich zurück alleine fährt. Weil ich habe da hinten, also meines Erachtens, wir haben jetzt gesehen, es geht. Dass es funktioniert. Und jetzt will er wieder nicht. Ja, ist Fehler. Sorry. Ist ein astreiner Fehler im Gesamtsystem. Ich kann dem sagen, er soll hier hinfahren, aber er fährt nicht durch.
Moment, der kommt von hier. Von hier kommt der. Der fährt gleich hier rum. Fährt aber nicht weiter geradeaus, wenn er will. Das geht nicht. Ist hier ein Fehler drin, oder wie? Jetzt? Nö. So, die Strecke hoch geht bei dem jetzt auch wieder. Komisch. Vielleicht seht ihr ja was, was ich nicht sehe. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.